Kapitel 2.4, den Strand hinauf, ja. Bei der letzten Folge haben wir gesehen, dass wir uns mit dem Wikinger, mit den Samurai anlegen wollen. Das heißt, wir machen jetzt eine kleine Bootstour darüber und gucken mal, was da so abgeht. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Tralalalala. Ich weiß, wir haben ein Schwert in den Arsch gesteckt bekommen. Wir haben keine Schwerter, wir sind wieder der Plünderer, wir haben Äxte. Deswegen kriegen wir auch das Schwert in den Arsch gesteckt. Nein, wir werfen die. Mist, wir haben keine Brücken, wir sind Nachteil. Nein. Napoleons Krieg hatte uns an den Rand der Vernichtung gebracht. Aber dieser Raubzug erinnerte uns daran, wer wir wirklich waren. Wir begannen mit einer Festung an der Küste. Doch sie wussten, dass wir kamen. Hosoda! Guck mal, Schiffer! Hajime! Die sind auf dem Meer, wie wollen die da Deckung nehmen? Jawoll! Weißt du, das ist wie Olympische Spiele Rudermeisterschaft. Ja. Oh, die sind ziemlich gut vorbereitet. Die haben richtig Special Effects in den Schiffen. Ah, die Samurai sind vielleicht 10 zu 1 unterlegen, aber haben dafür bessere Techniken. Ja. Technik macht im Kampf einiges wett. Ich heiße euch willkommen. Da fallen schon die ersten um. Die Tore dieser Festung wurden 100 Jahre lang nicht bewegt. Pass auf, hier ist. Einfach nur hindurchgehen. Oh. Ah, ich glaube nicht, dass wir so einfach hindurchgehen können. Tja, damit haben sie nicht gerechnet, ne? Oh, da ist ein Samurai. Plan hinfällig. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen kämpfen. Sugoi, Sugoi! Oh! Komm her! Und. Oh, fuck. Na, mit zu Feuer? Ah. Okay, einer tot. Jetzt habe ich aber keine Lust mehr, Leute. Wo bist denn? Nee, das ist der. Wo müssen wir lang? Erreichen den Fuß der Mauer. Ach da. Du bist da. Neues Missionsziel, hä? Müssen die ja wahrscheinlich ausschalten. Ja, wollen wir mal. Mama, ja, ein bisschen. Die halten nicht so viel aus, ne? Ja, die Samurai haben auch, glaube ich, die schwächste Rüstung. Dafür sind sie doppelt so schnell. Ja, dafür sind sie ein bisschen schneller. Was haben wir hier? Ja. Blöd gelaufen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwas ausweichen. A und links zum Ausweichen. Oh Gott, die werfen Sachen runter. Die werfen Leute runter. Leute? Ja, da ist jemand runtergeflogen. Ah, oh, Mist. Training wie bei Mulan hier. Ja. Ach, guck mal, der ist klug, weißt du, der macht einfach den Haken weg, aber da denkt er sich so, ne? Zack. Da kommt die Axt. Die hätte den Haken mal gleich von Anfang an wegmachen sollen. Er wusste, es gab einen Haken. Was hast du bekommen? Rage. Rage?
Ich habe irgendwie so das Gefühl, gleich kommt eine böse. Oh, was haben die denn hier? Da kommt einer runter. Ja, und. Komm her. Ich bin voll in Rage. Oh, das ist so ein Dicker. Bam. Es gibt Schläge, die kannst du nicht blocken bei denen. Das musst du bedenken. Ja, pariert und jetzt komm her und zack und gegen die Wand. Bam. Oh. Was, willst du auch was kleiner? Komm her. Okay, wir müssen mal lang. Du bist da rechts lang, ne? Warte, ich helfe dir. Du musst abhauen. Ja, ich glaube, ich mache auch den hier. Warte, jetzt wollte ich mal testen. Jawohl, man kann sogar die Dicken gegen die Wand drücken. Ach, komm her, Kleiner. Gegen die Kriegsmaschinen der Samurai sehen unsere aus wie Spielzeug. Sie haben im Exil viel gelernt. Da ist noch einer. Von vielen Völkern. Hätten sie es nicht getan, wären sie keine solche Bedrohung. Wir hauen uns, glaube ich, nur gegenseitig. Nö. Jetzt vermöbeln wir ihn richtig. Oh. Wollen wir mal hinrichten, auf. Pass auf, hier können wir runterklettern. Hui. Samurai haben keine Chance, hier machen wir das Tor auf. Ja. Ich glaube, das ist der Bösewicht, den Endboss, den wir noch besiegen müssen. Was war das denn, Alter, für ein Jackie Chan-Move? Huch. Hm. Komm mal her, Kleiner, ja. Okay. Halt sie mal hin. So macht man's. Ich hab's nicht gesehen, ich bin schon weitergegangen. Das ist Finish him. Was ist denn hier? Die Kette sollte reißen. Voll Assassin's Creed. Kommst du? Guck mich hier noch kurz um. Aber was? Ja, ich komme. Ich bin da irgendwie eine Kette runter. Ich bin bei den Wikinger-Truppen. Gab's eigentlich schon mal ein Assassin's Creed in Asien? Hm? Ein Assassin's Creed in Asien. Nee, das haben sich doch mal viele gewünscht. Das ist ein weiblicher hier. Jetzt gleich nicht mehr. Es betäubt. Und exekutieren. Sehr schön. Schönes Ding. Okay. Oh, nee. Oh, doch. Oh, doch. Oh, Gemetzel. Die brauchen unsere Hilfe, ja. Am besten sind die Kleinen, die mit einem Schlag umhauen. Ja, das ist halt wie heißen immer diese ganzen Spiele. Die gab's auch von Zelda jetzt letztens so ein Teil. Ja, diese Slasher oder? Nee. Ja, auch da gibt's auch von One Piece, gab's auch ewig. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen richtig. Aber wo du einfach nur durch diese kleinen Gegnermassen immer durchrennst. Ja, ich weiß gerade auch nicht, wie die heißen. Wieso haut mich immer unsere eigenen Typen? Ah, kommt her. Aua! Das ist noch ein dicker Samurai, pass auf. Ich werde immer von unseren eigenen Typen hier gehauen. Oh, ich hänge gerade ein paar drin. Warte mal. Jawohl. Und jetzt mal fertig. Unser eigener Typ haut uns immer. Ja, aber ich glaube, der kann man dann wird uns noch eine harte Zeit geben.
Sorry. Oh, warte, pass mal auf, hier sind Stacheln. Ach, Mist, jetzt. Wir hätten einen gegen Stacheln drücken können. Ah, oh, ich trage ihn mal weg hier. Jetzt habe ich dich ganz für mich. Ja, und dann kommst du natürlich wieder dazwischen. Hey, das war für gerade eben. Leider. Vielleicht habe ich den verdient. Was sagt er? Ich verstehe nicht alles. Kämpfe ich alleine? Nein, du bist auch da. Wow. Ich will nicht zwischen euch. Oh, er ist im Rage-Modus. Gib ihm. Ah. Immer rauf da! Jawoll, Casimir, nein! Bist du tot? Nein. Mich umgeworfen. Oh, guck mal, bezwinge Fujikyo. Oh, er ist zu schnell. Ja, ist richtig schnell. Oh! Und zack! Und kannst du mich tschüss. Wieder beleben? Ja, mach ich. Ich habe irgendwie den letzten Schlag abbekommen. Das war sehr großzügig. Voll wie schnell ich stank. Erinnerte unser Volk daran, wozu Wikinger in der Lage sind. Den großen Raubzug nannte man es. Und er hatte begonnen. Oh, haben wir erstmal die kaiserbrechlichen Sachen. Haben wir erstmal die Samurai überfallen. Warum auch nicht, ne? Naja. Ist halt interessant. Ich bin mal gespannt, wie die Geschichte mit den Samurai dann weitergeht. Weil die werden angepisst sein, dass die Wikinger sie überfallen haben. Um die Stadt des Kaisers zu erreichen, mussten die Wikinger jetzt die Meere durchqueren. Hier würde schiere Kraft nicht ausreichen. Können und Wissen wurden für die sichere Durchquerung benötigt. Die Walküre des Kriegsblut-Clans Runa wurde entsandt, um einen Weg zu finden. Ja, und dann sehen wir uns wahrscheinlich nächste Folge wieder mit der Walküre diesmal. Mit der Walküre? Mit der Walküre. Ich bin mal gespannt, wie die sich spielt. Ich hoffe nicht so langsam wie der andere Schildtyp. Na, ich hoffe auch nicht. Aber bestimmt nicht. Das war's auf jeden Fall mit der Folge vorne. Wir sind jetzt im Land der Samurai. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Haut rein.